Hallo zurück zu einer neuen Folge Tomb Raider 4. Wir sind an der großen Pyramide und ich bin gerade so ein bisschen überfragt in Bezug darauf, wo wir jetzt hier hin müssen. Mein Verdacht ist ja, dass wir nach wie vor hier diesen kleinen Sprung machen, um da unten auf dem Teil hier zu landen. So, ach so, warte mal, hier können wir hier noch hin. Und von hier könnten wir da oben gegebenenfalls hinkommen. Ah, hier waren wir auch scheinbar noch nicht. Alter, Lara. Haha. Ich muss hier jeden kleinen Fortschritt speichern, weil wir werden ja auch gerne mal von diesen blöden Steinen hier geknutscht. Obwohl wir das nicht so möchten. Ah, wir arbeiten uns jetzt hier so langsam tatsächlich nach links. Da oben ist noch ein Stein, da links. Okay, von hier können wir da in diese kleine Nische. So, wir müssten jetzt. Aha, ich glaube. Jetzt müssten wir einmal vorwärts springen und dann direkt wieder rückwärts, damit wir genau, dass wir nicht zermatscht werden. Supi. Okay. Das haben wir. Dann. Ich speichere mal hier drauf. Ja, das passt. Wo ist da unten eine Fläche, wo wir stehen können? Weil hier sehe ich jetzt gerade keine Fläche. Ich würde sagen, ich springe einfach mal so weit, wie ich kann. Ich habe keine Ahnung. Huch, nein, das wollte ich gar nicht. Okay. War das richtig? Vor allen Dingen, wir hätten noch ein Geheimnis erfinden können. Moment mal, ich muss mal eben schnell was gucken. Okay, ich muss ehrlich sein, ich habe gerade mal ganz schnell in die Lösung geguckt, weil ich habe jetzt echt ein bisschen Schiss gehabt, dass wir irgendwas vergessen haben. Ich habe doch vorhin noch, oder beim letzten Mal noch gesagt, dass in dem einen Raum. Da habe ich auch noch gesagt, so, ja, hier war im vorigen Level in so einem Raum, wo Boden getarnt irgendwas eine Klappe sein sollte, das Geheimnis. Tatsächlich gab es das auch in dem vorigen Level, in der großen Pyramide. Wir sind jetzt tatsächlich schon durch das Level durch. Das heißt schon, also ich meine, ich habe da lange genug auf dieser Pyramide rumgekraxelt. Wir hätten da noch ein Geheimnis bekommen und einen Granatenwerfer. Ich meine, den haben wir eh schon. Oh nein, jetzt habe ich wieder. Mist, Moment, ich muss mal eben laden, weil ich habe jetzt, glaube ich, schon wieder fälschlicherweise die Wachen hier angegriffen. Das wollte ich gar nicht. Dann werden wir, damit ich die nicht töte in diesem Fall, ich hoffe, dass die mich noch nicht als Feinde irgendwie identifiziert haben. Wir nehmen mal den Revolver. Und helfen denen jetzt mal. Okay, der eine ist gestorben, aber ich glaube, der ist tatsächlich vom Skorpion erstochen worden. Ach, guck mal, das sind jetzt tatsächlich unsere Freunde hier. Wie cool. Ja, wir sind jetzt hier in den Königspyramiden von, warte mal, wie heißt das hier? Von Khufu. Khufu. Genau, hier soll es auch ein Geheimnis geben, was aber mir, wenn ich dem, ich glaube, Maya Forever war das, glauben darf. Wo ich, um das Geheimnis zu bekommen, einen Schlüssel brauche, den ich aber in einem vorigen Level, dadurch, dass ich Wachen erschossen habe, unwissentlich, die unsere Freunde sind, nicht bekommen habe. Deswegen, ja, bekomme ich wohl in diesem Level das Geheimnis nicht.
Okay, Frage ist jetzt, ist hier der Weg, wo es weitergeht, oder sind das da unten diese kleinen... Was mache ich eigentlich? Bin ich so bescheuert. Oh Mann, ey. So, jetzt möchte ich mal versuchen, beide Skorpione zu töten. Warte mal, das kann ich doch vielleicht hiermit. Habe ich die Dings-Ammo? Ah, wieso scroll ich ja nicht mal vorbei? Ach so, ich habe ja gar nicht. Genau, ich habe jetzt die Explosiv-Ammo. Damit versuche ich jetzt mal Oh, hoch. Scheiße. Ja, Moment, das müssen wir nochmal neu machen. Das ist aber nicht. Oh Mann, klar, schön. Mach doch. Erstmal los. Oh Mann, ich muss weiter gehen. Ich muss weiter gehen. So, haben wir zwei überlebt? Hä, wo ist der andere denn hin? Ich habe doch beide Wachen jetzt beschützt, oder nicht? Hä? Ich habe doch jetzt extra darauf geachtet, dass beide nicht getötet werden. Naja gut, dann hat wohl doch nur einer überlebt. Schade. Ja, ich hätte gerne beide überleben lassen, aber vielleicht ist das vom Spiel auch nicht vorgesehen. Ich weiß es nicht. So, hier sind interessante Räume mit Kisten, in dem uns wahrscheinlich nochmal schön oder aus denen wir uns nochmal schön bedienen dürfen. Ja, auf jeden Fall viel praktisches und hilfreiches Zeug für uns. Oh Mann, das tut mir ziemlich voll leid, dass ich die ganze Zeit auch in den vorigen Leveln die Wachen unbeabsichtigt getötet habe. Sollte ich das Spiel jemals nochmal spielen, dann werde ich die natürlich am Leben lassen. Ganz klar. Das kann ich nämlich gar nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dass ich die einfach töte hier. So, gibt es in diesen Räumen hier noch irgendwas anderes? Nee. Scheint so eine Art Lager zu sein, Munitionslager. So, und der steht jetzt oder läuft jetzt hier die ganze Zeit rum? Naja, gut. Gucken wir auch noch mal rein. Ach, guck mal, hier ist ein. Ah, wahrscheinlich hätten wir hier den Schlüssel gebraucht, ne? Kann ich mich da nicht irgendwie durchglitschen? Das fände ich irgendwie ziemlich cool. Okay, ich muss es akzeptieren, dass ich hier nicht reinkomme. Die Wache eben, die hatte ja auch. Habe ich eigentlich noch diesen anderen Schlüsselbund? Ja, Schlüssel der Wachen. Kann ich den da nicht wirklich nicht benutzen? Ich meine, sie sagt ja auch nicht No. no. Na, jetzt so schon. Wo kann ich vielleicht. Gut, bevor ich da oben Stress mit dem Typen bekomme, oder Stress mit dem Typen da oben bekomme, ja, gehe ich mal weiter. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Okay. Ich kann jetzt hier direkt rüberspringen. Ich will aber mal eben testen, da oben oder da hinten hin zu springen. Das geht. Oh, Moment. Es hätte fast geklappt. Nee, es ist gerade zu weit. Es ist tatsächlich gerade zu weit. Dann muss ich wahrscheinlich so darüber springen.
Oh, huch. Ja, so natürlich nicht. Ein bisschen weiter oben. Aber da kann ich doch jetzt hoch, oder? Muss ich wahrscheinlich sogar. Oder kann ich hier irgendwo... Ja, ich glaube, ich muss da sogar rüber, weil hier sieht es gerade nicht so aus, als wenn es hier Stellen gibt, an die ich drauf, auf die ich drauf kann. Ist alles zu schräg. Na gut. Okay, gut, dann hoppidihopp. Ja, das geht. Das geht wunderbar. Ach so, da hinten, da waren wir vorhin, also beim letzten Mal. Boah. Kurzer Prozess mit diesen nervigen Käfern. Okay. Kann ich da hoch? Nee, ne? Das ist so weit oben. Ja. Das ist zu weit oben. Alright, dann hüpfen wir darüber. Gucken wir mal. Hä? Hoch? Das wollte ich nicht, wie ihr euch sicher denken könnt. Das wird ja auch so zu meinem Standardspruch, ne? Das wollte ich nicht. Wie müssen wir jetzt wieder zurück irgendwie da unten in die zu. Was ist denn hier los? Ist ja schlimm heute. Was ist denn mit mir los hier? Also da oben scheine ich nicht hin zu müssen. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich könnte theoretisch auch da unten hin. So, jetzt mal vernünftig hier. Ach so. Reicht ein kleiner Sprung? Ja. Kann ich mir ehrlich gesagt fast nicht vorstellen. Na gut, doch, könnte hinhauen. Ja, doch, okay. Ist auch krass, über was für Abgründe sie immer so mal eben springt, ne? Huch, ich wollte eigentlich. Warte, können wir die Nummer nehmen? Ich wollte die eigentlich da runterfallen lassen, um zu schauen, wie tief das da eigentlich ist. Okay, es gibt einen Boden, also es ist nicht so tief, wie es aussieht. Ich dachte gerade, da hinten liegt was auf der Pyramide. Oh, Leute. Leider hat er mich vergiftet. Das Bild wobbelt wieder rum. Ich nehme auch sofort ein Medipack, aber ich denke mir jetzt, bevor hier vielleicht der nächste kommt und mich angreift. Okay, warte mal, wir nehmen mal eins, das ist mir doch auch ein bisschen zu blöd. So, zack. Okay, speichern. Frage ist, geht's hier weiter? Hin. Sag nicht, wir müssen jetzt doch noch mal an diese blöde Pyramide ran. Das sieht ja irgendwie doch ziemlich nach aus. Süd, Nord, West. Mir fehlt ja eigentlich noch so ein Stern, ne? So ein Oststern. Würde ich jetzt mal behaupten. Finde ich den wohl hier?
Ich meine, an sich. Huch, kann ich hier, glaube ich, nirgends mehr hin, ne? Nee, das ist alles zu schräg. Ich hoffe einfach mal, dass wir das noch bekommen. Ich wüsste nämlich nicht, wo ich hier sonst noch suchen sollte. Ich gucke das mal ganz schnell nach. Ich habe irgendwie so ein schlechtes Gefühl dabei. Ganz kurzen Moment. Okay, also es hat tatsächlich, muss ich noch mal einen vorigen Spielstand laden. Und zwar, ja, ich glaube, hier ist es sogar ganz richtig. Hier muss es irgendwo einen Block geben, Tatsache, der sich verschieben lässt. Und der soll jetzt irgendeine Tür geöffnet haben. Hier. Oder habe ich ihn in die falsche Richtung geschoben? Nee, einer geht ja noch. Es tut mir jetzt leid, dass ich das nachgucken musste, aber ich hatte irgendwie, weil das Pyramide ist für mich jetzt ein bisschen der Punkt. Ja, da öffnet sich tatsächlich die Tür. Der Punkt, wo wir wahrscheinlich alles brauchen, was es irgendwie gibt. Und deswegen hat mich mein Gefühl hier tatsächlich nicht getäuscht, weil ich wusste, wir haben irgendwie Ost, West und Nord und Süd oder sowas fehlt uns noch. Oder Ost oder keine Ahnung, ich glaube, Ost fehlt uns noch. Ja, tut mir jetzt ja irgendwie leid, aber bevor wir uns nachher ärgern, dass uns dann im fortgeschrittenen Spiel eben was fehlt, ist es vielleicht dann auch besser so. Ich habe nämlich jetzt nur gesehen, dass wir eben, also oben in der Levelübersicht habe ich gesehen, dass wir, oh Gott, dass wir halt diesen Schlüssel noch brauchen. Und dann habe ich nur irgendwo was von Stein verschieben gesehen. Mehr weiß ich nicht. Oha. Ich höre hier Skelett, Dings. Wow. Ah, kleiner. Ich habe keine Ahnung, wie die Reihenfolge hier ist. Ich habe gerade gedacht, ich habe keine Fackeln mehr. Also diese Steine scheinen ja irgendwie Mauern hier zu öffnen. Ich gehe jetzt erstmal hier. Keine Ahnung, ich bin jetzt einfach erstmal nur nach links gegangen. Das müsst ihr mir wirklich glauben. Ich habe hier nicht. Ich habe keine Lösung hier gerade geöffnet. Ich laufe hier einfach blind, ohne Sinn und Verstand. Okay, hier ist nichts. Durch die Gegend. Ich meine, hier sind so Grabbellöcher. Ich traue mich aber ehrlich gesagt nicht so richtig, da reinzugreifen. Naja, ich mache es trotzdem mal. Ah, okay. Ich speichere mal, keine Ahnung, hier auf die nächsten. Ja, toll. Ich warte, ich lade. So. Gott, oh Gott. Was ist das für ein verrücktes Level? Wie viele Fackeln habe ich eigentlich noch? Wir müssen Angst, dass mir die 67. Naja, gut, es geht. Guck mal, hier ist eine Fackel ohne Feuer.
Ah, ich wollte eigentlich die große Fackel da nehmen, aber wahrscheinlich geht das gar nicht. Hat das was zu bedeuten, wenn die Fackeln hier keine Dings haben? Also nicht brennen, kein Feuer haben? Ist das die Wache, die da oben die ganze Zeit läuft und trampelt? Ich höre hier einen Skorpion. Das ist ein Grabbelloch. Ah, hier habe ich schon. Das Blöde ist, man kann die Fackeln hier auch nicht mehr wirklich sehen. Ja, ich. Keine Ahnung, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal den anderen Weg hier lang. Ich glaube, hier war ich schon, ne? Kann ich hier was rausholen? Natürlich nicht. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns hier einfach beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin und dann ja, wünsche ich euch noch eine schöne Zeit, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!